Der Steinbock. Auto Seltsam Genzi. Die Filmaufnahmen hat der Auto Seltsam Genzi selbst gedreht. Als Steinbock werden mehrere Tierarten aus der Gattung der Ziegen, Cabra, benannt. Alpensteinbock, C. ibex. Sibirischer Steinbock oder asiatischer Steinbock, C. sibirica. Syrischer Steinbock oder nubischer Steinbock, C. nubiana. Iberienstein-Steinbock, C. pyrenaica. Äthiopischer Steinbock, C. walli. Westkaukasischer Steinbock, C. caucasica. Ostkaukasischer Steinbock, C. kylindicornis. Die Ziegen sind eine Gattung mit äußerst komplizierter interner Systematik. Einige Ziegenarten wie Alpen, sibirischer und syrischer Steinbock sehen sehr ähnlich aus und galten als besonders nah verwandt. Rätselhaft blieb dabei die Tatsache, dass die Verbreitungsgebiete dieser drei Formen jeweils durch die von anderen Wildziegenarten getrennt sind. Neueren genetischen Studien zufolge bilden diese als Steinböcke bezeichneten Arten aber offenbar keine natürliche Verwandtschaftsgruppe. Diese Untersuchungen deuten stark darauf hin, dass der sibirische Steinbock und der syrische Steinbock jeweils eigene Arten darstellen, wobei der sibirische Steinbock an der Basis der Gattung Capra steht. Die äußerlichen Ähnlichkeiten zum Alpensteinbock und zum syrischen Steinbock wären demnach kein Zeichen enger Verwandtschaft, sondern Plesiomorphien. Der Alpensteinbock gleicht dagegen in genetischer Hinsicht sehr dem äußerlich recht verschiedenen Iberiensteinbock, der ihm geografisch auch am nächsten steht. Der westkaukasische Steinbock scheint eng mit der Wildziege und weniger mit dem ostkaukasischen Steinbock verwandt zu sein, während die teilweise festgestellte genetische Nähe zu letzterem auf Hybridisierung beruhen dürfte. Der Markhor, der sich äußerlich stark von allen anderen Ziegenarten unterscheidet, divergiert genetisch weit weniger von den übrigen Arten als ursprünglich angenommen und bildet keine eigene Seitengruppe eckige Klammer auf.